Ja, ist bald Schluss mit Netflix und Chill. Es soll ja angeblich bald aktiv gegen das Account-Sharing vorgegangen werden. Also muss man sich schon mal nach Alternativen umschauen, wenn man nicht mehr bezahlen möchte. Beziehungsweise, was könnte da eine Lösung sein? Und tatsächlich gibt es eine, wie man sich Netflix dauerhaft kostenlos sichern kann, ohne irgendwelche Probeabos. Und dazu holt man sich einfach die Gebühren via Cashback zurück. Frage ist, what the duck, wie soll das funktionieren? Ich habe ja auch mal ein Bild mitgebracht von der Rechnung, wie man sozusagen die 11 Euro Cashback bekommen hat, wenn man sich die kleinere Variante holt oder sogar mit Werbung, dann ist das Ganze natürlich komplett kostenlos und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ihr das genau machen könnt und was ihr dafür braucht. Ja, alles, was wir dazu brauchen, ist die Bluetooth-Kreditkarte, ist eine ganz normale Kreditkarte. Ich blende euch einfach mal meine hier ein, mit der könnt ihr überall zahlen. Jetzt weiß ich, der eine oder andere wird schon wieder sagen, Bluetooth-Karte, das kostet doch bestimmt Geld, wie seriös ist das Ganze? Step by Step schauen wir uns jetzt mal alles an. Gehen wir mal hier auf Plans. Das Coole ist nämlich, in der Starter-Variante ist das komplett kostenlos. Es gibt 3% Cashback, bis zu 250 Euro Umsatz und ein Perk, einmal merken, gibt es monatlich hinzu. Das ist ganz nice. Ein Perk ist nämlich eine Vergünstigung. Hier kann man sich aus diesem Ganzen auswählen. Zum Beispiel, wenn man jetzt für Netflix entscheidet, bekommt man das Netflix-Abo bis 11 Euro sozusagen kostenlos. Das ist also schon mal sehr geil. Ist die Frage, wie seriös ist das Ganze jetzt überhaupt? Dazu muss man vielleicht wissen, dass Kreditkarten, Visa, Amex und Mastercarden, wie sie alle heißen, an jeder einzelnen Transaktion mitverdienen. Und nicht anders ist das sozusagen bei der Bluetooth-Card. Davon kriegt ihr gar nichts mit. Aber zusätzlich kann man natürlich auch sehen, dass Bluetooth natürlich auch in höheren Varianten, wenn man mehr Cashback möchte oder mehr Umsatz, dann kann man natürlich auch dafür bezahlen. Dann aber auch natürlich mit diesen ganzen Vergünstigungen, die man bekommt, verdienen die natürlich auch über Affiliate, dass neue Kunden damit hingebracht werden. Also die verdienen schon mal ganz gut am Ende. Damit können sie sozusagen einen Teil der Leistung an euch weitergeben, was sie hier machen und in Deutschland so ein Stück weit revolutionieren wollen. In den USA ist das Ganze schon gang und gäbe und da kennen die meisten Leute es eigentlich auch schon. Aber wollen wir uns jetzt mal genau anschauen, wie es genau in der Praxis funktioniert. Also dann geht ihr wie folgendermaßen vor. Ihr meldet euch einfach an, dauert nicht länger als eine Kaffeepause. Dann bekommt ihr die Kreditkarte zugeschickt. Eine ganz normale Kreditkarte, wie ihr sie kennt. Und dann, wenn ihr die habt, könnt ihr euch bei Bluetooth anmelden und hier seht ihr sozusagen die Vergünstigungen, die ich schon habe. Zum Start habt ihr nur einen, wenn ihr über höhere Level seid wie ich, habt ihr bis zu 5 und sogar mehr. Hier seht ihr auch das ganze Cashback, was ich schon angesammelt habe und dann geht man zum Beispiel für nächsten Monat, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier Netflix kostenlos haben, geht man hier sozusagen auf diesen Perk, wählt den jetzt mal aus, klickt mal hier unten auf Speichern, habe jetzt nur einen ausgewählt, muss natürlich im nächsten Monat noch mehr nehmen. Genau, dann habe ich den ganzen hier ausgewählt. Dann im nächsten Schritt kann ich einfach zu Netflix gehen, gebe hier die Kreditkarte ein. Ich kann aber auch so machen, dass ich das Ganze bei PayPal hinterlege. Dann muss ich es nicht überall ändern, beziehungsweise wenn ich überall die Händler schon PayPal hinterlegt habe, kann ich das einfach nutzen. Genau, und auf der nächsten Abbuchung sieht man dann das Ganze einfach wie folgt. Genau, und auf der nächsten Abrechnung seht ihr dann auch Netflix 11 Euro Vergünstigungen. Und ja, so einfach ist es. So könnt ihr euch sozusagen Netflix kostenlos oder mit einem großen Rabatt sichern. Ansonsten, wenn du das Ganze nochmal im Detail nachlesen willst, verlinken wir dir unter dem Video auch nochmal den Artikel dazu. Aber auch wenn du sagst, eine Kreditkarte ist nichts für dich, haben wir auch noch weitere Varianten in dem Artikel runtergeschrieben, wo du vielleicht trotzdem kostengünstig oder kostenlos an Netflix drankommen kannst. Schau dir das Ganze mal an und wenn du gesagt hast, yo, nice, das mit dem Cashback, das sah schon ganz fresh aus, da haben wir auch noch was für euch, könnt ihr unten mal nachschauen, ein sozusagen Cashback-Crashkurs, wo ihr das Ganze anschauen könnt, wie ihr mit euren bestehenden Ausgaben sozusagen 3% und mehr zurückholen könnt. Verpacken wir euch natürlich auch mal unten in die Beschreibung rein. Ansonsten Däumchen wären Träumchen. In diesem Sinne, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal.